Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario World. Jetzt ist es mal wieder Zeit für Super Mario World und wir sind hier gerade beim Cookieberg, aber vorher müssen wir noch hier bei diesem Level, bei der Käsebrücke, müssen wir noch den Secret Exit finden. Und den werde ich jetzt mal eben suchen. So, okay. So, das war dieses Level, das war dieses krasse. So, dann müssen wir mal gucken, wo es hier in diesem Level, wo eigentlich nur diese Plattformen sind, wo es hier ein Secret Exit gibt. So, jetzt ist es ja ein bisschen leichter, jetzt muss ich die Yoshi-Münze nicht sammeln. Das ist ja dann nicht so schlimm, würde ich mal sagen. So, mit Luigi können wir dann hier einfach mit dem Cape ein bisschen so hier rumgleiten. Dann ist das nicht so schlimm. Ah, das ist noch so eine Feder. So, gut, noch drauf gekommen und ich wurde jetzt getroffen, natürlich. Mann, aber ich habe noch eine Feder im Inventar, die behalte ich da auch jetzt erstmal. So. Ich muss aber mal gucken. Ich glaube, hier unten wird kein Secret Exit sein, aber ich muss mal gucken, wo der ist. Ich weiß es gerade echt nicht. Hui. Ah, hier ist zum Glück ein Boden. So. Wofür sind diese Flügel da? Das weiß ich irgendwie noch nicht. Ich spring mal hier rüber, aber... Wo soll denn hier ein Secret Exit sein? Hier ist noch so eine... So ein Cape, das ist sehr gut. Aber ist hier vielleicht... Nee, ich glaube, da war nur eine Yoshi-Münze drin, oder? So, ich glaube, da war nur eine... Ah, die fallen runter. Stimmt, ja. So. Ah, und da kamen die wieder, genau. So. Geschafft. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Ist hier vielleicht irgendwas? Upsala. Nein, das wollte ich gar nicht. Boah, so. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht fliegen. So. Wo kann hier ein Secret Exit sein? Erstmal hier dran gehen. Ach Mann. Ah, die Kreissägen. Die sind so fies. Ja. Ich spring jetzt erstmal hier hin. So. Ach, kann das sein? Warte mal. Da zeigt auf hin, da ist hinterm Ziel sind da noch zwei Schilder mit einem Pfeil. Kann das sein, dass es das Level ist, wo man hinters Ziel kommen muss? Ich glaube eigentlich schon. Und deswegen werde ich jetzt erstmal... So, ich müsste das vielleicht eigentlich mit dem Cape schaffen, oder? Könnte ich das mit dem Cape schaffen, da drüber zu fliegen? So, ansonsten muss ich mir Yoshi holen. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommen muss. Vielleicht schaffe ich es ja einfach mit dem Cape. Das wäre natürlich am besten und das wäre am einfachsten. Weil sonst müsste ich halt wieder ein vorheriges Level und mir dann Yoshi holen. So, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. So, vor allem, weil ich jetzt auch weiterkommen möchte in diesem Part. So, so schön rüber. So, hier war ja noch ein Cape drin. Gotcha. Und drüber springen. So. Gut, jetzt muss ich mal versuchen, dass ich die beiden Capes hier behalten kann. So. Gut. So. Ich wette, die Kreissägen kommen in späteren Leveln noch ein bisschen mehr vor. Und zu. So. Hier springe ich jetzt erstmal drüber. Vielleicht schaffe ich es ja auch, wenn ich von hier jetzt Anlauf nehmen würde und die ganze Zeit fliegen würde. Soll ich das mal probieren? Okay, ich probiere es mal. Und... Okay. Okay, ich fliege weiter. Ich muss halt jetzt immer abschätzen, wann ich irgendwie... Hä? Was zum... Hä, ich bin doch drüber geflogen. Okay, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Kann das sein, dass es in der Game Boy Advance Version nicht mehr geht, dass man da nicht mehr rüberfliegen kann? Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, aber ich glaube, da muss ich mir jetzt eben Yoshi holen und ich mache da mal eben einen kleinen Schnitt. Also, bis gleich, wenn ich Yoshi habe. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir versuchen jetzt mit Yoshi hier rüberzukommen. Da ist das Ziel und ich muss jetzt irgendwie Anlauf nehmen, mit Yoshi da runtergleiten und dann abspringen. Leider muss ich Yoshi dafür opfern, das ist das Schade. Das ist das Blöde daran. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Und zack. Und habe ich es auch geschafft. So, gut. Was gibt's hier? Oh, ein Mond. Was bringt der? Ah, drei Ups. Okay. So, dann warten, bis das Ding oben ist. Und zack. Sehr gut. Tut mir leid, Yoshi. Ich hoffe, du verzeihst mir, aber... Naja. Gut. Und der Secret Exit bringt uns zu diesem Level. Das ist so der Sodasee. Okay. Dann geht's jetzt mal mit dem Sodasee los und ein Unterwasserlevel.
Wer hätte das gedacht? Aber die Fische im Hintergrund sehen cool aus, diese kleinen. Ja, das sieht echt gut aus. Was ist das denn? So, die Fische werde ich jetzt erstmal so mit meinem Cape töten. Ich meine besiegen, nicht töten. Töten hört sich zu brutal an, ne? Und besiegen. Na, jetzt hat er mich getroffen. Na, super. So, Cape nehmen. Gut, da sind jetzt diese Hände, die diese Kugel-Willis, diese Torpedo-Kugel-Willis da raustragen. Und die sollen mich, glaube ich, irgendwie daran hindern, dieses Level zu schaffen. Aber das werden sie nicht. Wow, vielleicht der da, aber auch der wird das nicht schaffen. Und erstmal hier runter. So, jetzt bin ich zum Glück nicht gestorben, weil wenn man ein bisschen zu weit da nach unten gleitet oder sinkt, dann kann man da recht leicht mal sterben. So, ich hoffe, ich finde jetzt alle Yoshi-Münzen. Das wäre natürlich sehr gut. Da ist noch einer. Sehr gut. Die haben wir auch. Du hast mich jetzt getroffen. Ist hier oben vielleicht eine oder da unten? Ah, ich wette, da unten ist eine, oder? Ja, habe ich es mir doch gedacht. Gut, dann haben wir jetzt drei Stück. Jetzt brauchen wir nur noch zwei. Und wie wir gesehen haben, gibt es da kein Secret Exit. Deswegen, wenn wir alle Yoshi-Münzen haben, sind wir mit dem Level fertig. Jetzt bin ich aber natürlich kleiner Luigi. Und wahrscheinlich werde ich jetzt gleich sterben. Aber hier ist die nächste Yoshi-Münze. Und jetzt nur noch eine. Nur noch eine, Leute. Nur noch eine. Oha, jetzt muss ich aufpassen. Da kommen jetzt ganz viele Fische und dann noch die Torpedokugel-Willis. So nenne ich sie jetzt mal. Ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so. Diese Freiheit möchte ich mir mal nehmen. So. Puh, das war knapp. Da wäre ich jetzt fast gegen den Fisch geschwommen. Ich wette, dann wäre ich auf jeden Fall gestorben. Aber da haben wir es geschafft. Und, na, das war knapp. So. Ich möchte ja auch eine gute Sternanzahl bekommen. So, 21 bin ich mit zufrieden. Und dann haben wir dieses Level auch geschafft. Bäm. Okay, gut. Das freut mich doch. So, geht's jetzt da irgendwie weiter oder so, oder? Ah. Ein neues Level der Sternstraße. Bäm, 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 bäm. Die Musik ist cool. Cool. Da gibt's ein neues Level. Aber das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. So. Ich werde dann hinterher, wenn wir alles fertig haben, werde ich hinter die Sternwelt machen, die Sternstraße. So, gut. Dann sind wir hier fertig, dann können wir jetzt mit dem Cookieberg weitermachen. Und das macht jetzt auch mal Luigi, das ist jetzt wieder dieser Luigi-Part. Wie auch schon mal. So. Luigi beweist erneut seine coolen Sprungkünste. Oh, die kenne ich auch noch. Den muss ich jetzt hier so besiegen. So. Sehr. Fail. Ach, Mann. Das war jetzt eigentlich ziemlich unnötig, aber ach, komm, ist ja egal. Ist nicht so schlimm. So, jetzt muss ich dich wieder besiegen am besten. So, jetzt gehe ich von diesem Maulwurf mal ein bisschen weg. So, schöner Pilz. Just what I needed. So, jetzt mal gucken, wann kommt denn die erste Yoshi-Münze? Die hätte ich gerne. Oh, der kommt auch voll angebraust, voll fies. So, das ist die erste. So, mal schauen und... Oh, jetzt kommen diese Maulwürfe, diese Monty-Maulwürfe, die sind so fies. So, jetzt wäre ich fast daneben gesprungen bei dem. So, jetzt aufpassen und... Zack, den ersten besiegt und... Na komm, den zweiten auch, gut. Sehr gut, aber da sehe ich gerade einen Koopa-Panzer, brauche ich den vielleicht für irgendwas? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube... Nee, ich glaube, den hätte ich eigentlich nur für die Monty-Maulwürfe gebraucht, damit ich ihn besiegen kann, genau. Alles klar. Wow, wow, wow. Und zack. Sehr gut. So, hier unten lang. Wieder einfach diese Löcher sind so voll in der Form dieser Maulwürfe. Sieht so cool aus. So. Weiter geht's. No! Pff. Ja, ist klar. Wow. Die lasse ich jetzt erstmal alle ins Verderben springen. Tja, tschüss, Leute. Wieso kommen die wieder neu? Das ist ein bisschen fies. So, ich hab's aber... Hä? Ich bin noch voll auf den Kopf gelandet. Wieso hat er mich besiegt? Mario, übernimm du das mal. So. Luigi, dein Job ist damit getan. So. Das war auch gerade sehr knapp. So, und jetzt darf ich gleich den Pilz, den ich gleich bekomme, nicht verlieren. Auf jeden Fall. Ich möchte aber mal gucken, ob hier vielleicht auch noch was drin ist. Nein. Anscheinend nicht. Okay. So, Pilz, komm her. So. Ah, da kommt der wieder an. Der hat mich aber schon wieder getroffen. Na toll. Jetzt bin ich schon wieder klein. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, jetzt warte ich erstmal, bis die Maulwürfe da rauskommen. Und dann, zack. Zack, zack, zack.
Und damit werden sie alle besiegt. So, dann habe ich jetzt freie Bahn, kann hier durchlaufen, sehr gut. So, jetzt muss ich aber hier aufpassen, das wird fies. Das ist richtig fies. So, jetzt muss ich mal gucken, soll ich irgendwie Anlauf nehmen oder so? Oh! Jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder ein bisschen mit den Fails los. Okay, das heißt, wenn die einmal aus dem Bildschirm raus sind, dann kommen die wieder, die Monty-Maulwürfe. Echt fies. Und tschüss, Mann. Und zack. So, jetzt den Pilz bitte nicht verlieren. So. Da kommt jetzt so ein Koopa ohne Panzer. So. Hier ist die erste Yoshi-Münze. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine verpasst habe. Ich weiß nicht warum. So. Och, Mann. So. Kommt jetzt da noch eine raus? Nee, gut. So, jetzt nehme ich mal ein bisschen Anlauf. Und springen hier rüber. So, kann man hier rein? Nein. Wow, der kommt hinterher. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich echt aufpassen. Ja, Schimmen zu bekommen. Gut, soll ich da vielleicht irgendwie drauf oder so? Ich weiß gerade nicht. Ach man, kam jetzt schon wieder am Monty Maulwurf raus. So, Checkpoint möchte ich nicht aktivieren. Aber wir haben nur zwei Yoshi-Münzen, deswegen glaube ich, dass wir einen übersehen haben. Das könnte durchaus der Fall sein. Ist hier was drin? Bitte lass jetzt... Ah, eine Ranke. So, dann geht's hier hoch. Zu einer Yoshi-Münze. Ah, und da geht's auch noch lang. Upsala. Voll daneben gesprungen. Also ich bin ja nicht gesprungen. Upsala. Mensch, jetzt möchte ich aber da mal drauf kommen. So, gibt's hier was Cooles? Ein One-Up. Das ist doch schön. Ich hätte jetzt zwar lieber einen Pilz gebrauchen können, aber... Naja. Ich möchte mich mal nicht beschweren. Hier geht's aber rein. Oh, der Hintergrund hiervon sieht auch cool aus. Und wieso... Was soll ich hier machen, bitte? Soll ich hier nach links? Nein! Nein, nicht du schon wieder. Nein. Das können die doch nicht machen. Jetzt kommen schon wieder diese Fische. Ich mach das mal mit Luigi, der kann ein bisschen höher springen. Aber das ist doch richtig fies, ey. Och, Mann. Das ist doch so fies. So. Na, du Sumo-Ringer. Jetzt bin ich hier oben, ne? Zack, Pilz. So, und ich... Wow, dass ich jetzt auf den drauf gelandet bin, ist jetzt echt mein Glück gewesen, weil sonst wäre ich in die Schlucht gefallen. In den Abgrund. So, hier kann Luigi auch hochspringen. Und zack. Na, jetzt hast du den natürlich nicht getroffen. Aber ist nicht schlimm, ich kann ja auch auf den drauf springen. Ist ja kein Problem, ne? So. Jetzt... Nein! Oh, jetzt habe ich voll vergessen, dass die wieder da sind. Nein! Wow! So. Jetzt vorsichtig sein. Hier ist die Yoshi-Münze. Jetzt erstmal gucken, dass ich hier die Yoshi-Münze bekomme. Sehr gut. So. Schön. Hier geht's nicht rein. Ach ja, stimmt. Jetzt kommen die wieder. Die Chaoten. So. Da ist ja eine Ranke. Aber leider kein Pilz. So. Mit der Yoshi-Münze. Und den One-Up, den hole ich mir jetzt mal. Das hole ich mir jetzt mal, das One-Up. Lucky! So, zack. So, du Monty-Maulwurf. So, hier geht's rein. Ich wette, hier gibt's wirklich eine Yoshi-Münze, aber ich finde das ein bisschen blöd gemacht mit dem Pilz. Hey, da ist Yoshi! Das ist doch sehr gut. Dann gehe ich jetzt mit Yoshi einfach mal da rein. Vielleicht komme ich da ein bisschen besser klar bei den Fischen. So. So, da kommen ja zwei, das ist... Problem. Ah, Yoshi kann auf die Fische draufspringen. Sehr gut. Dann ist es ja ein bisschen einfacher. Ich habe schon gedacht, ich müsste das da so schaffen. Hä, gibt es hier keine Yoshi-Münze? Achso, ich komme hier raus und da gibt es wahrscheinlich eine Yoshi-Münze. Oder? Oder habe ich jetzt so einen krassen... Habe ich jetzt so eine krasse Abkürzung gefunden? Wow. Zack. Oh. Nein, Yoshi! Hä? Fies. Ich weiß nicht, was an diesem Level so schwer ist. Eigentlich ist es ja gar nicht schwer, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was damit los ist. Und gib mir bitte den Pilz. Und so, und so. Ja, ich war ja nie. Ich mag das, diese Stimmen nachzusprechen. So, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Habe ich ja schon des Öfteren wahrscheinlich mal getan. Oh, der Part ist gleich schon vorbei, merke ich gerade. So, und so viel habe ich ja nicht geschafft. Ich habe übrigens vergessen, den Panzer jetzt zu nehmen. Aber vielleicht kriege ich sie auch so hin.
Aber nur vielleicht. Zack. Und zack. So. Gut, genau. Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Anlauf. Da kommen die wieder raus. Und zack. So. Sehr gut. Yoshi-Münze. Und zack, hier rüber. So, passt doch so. Gut, jetzt möchte ich aber mal das Level schaffen. Das wäre natürlich gut. Und jetzt habe ich meinen Pilz zum Glück behalten. Upsala. Und zack. Und das One-Up natürlich. Wenn ich schon holen kann, dann kann ich es auch mitnehmen. Hat jetzt total viel Sinn ergeben, dieser Satz. Ich weiß, ist genauso, als ob ich sagen würde, wenn ich ihn nehmen kann, dann kann ich ihn auch nehmen. So. Und hier. Gut, aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was diese Passage soll. Mit diesen Fischen, weil nach rechts geht sie nicht, ne? Nee. Nach rechts geht nicht. Deswegen wundere ich mich hier ein bisschen. Was? Ja, ist klar. Jetzt habe ich voll Yoshi verloren. Aber ich bin trotzdem durchgekommen mit Luigi. Naja. So. Ja, jetzt bin ich einfach wieder hier. Hä? Was ist das denn für ein Sinn? Das verstehe ich nicht. Ach, egal. Wieso bin ich denn jetzt einfach nur hier wieder gelandet? Das ist doch eigentlich total sinnlos, oder? So. Nein! Oh! Das war knapp. Das war knapp. Yoshi, Münze. Wow, 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 wow. Ist doch gut. So, eine brauche ich noch! Ach, Mann. Ich mag dieses Level nicht. Ich wette, ihr werdet euch jetzt denken, und ich denke das auch, das Level ist sau einfach eigentlich. Also, es ist überhaupt nicht schwer. Aber ich krieg's einfach gerade nicht hin. Ich weiß nicht warum. So. Komm schon. So, Pilz am besten nicht verlieren. Und ich werde jetzt diese Passage nicht nochmal gehen, weil... Jetzt habe ich den Pilz schon wieder verloren. Weil das bringt ja sowieso nichts. Das sind einfach diese Fische. Und dann komme ich da irgendwo, wo ich schon war, wieder raus. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. So. Zack. Und zack, zack, zack. So. Jetzt aber mache ich dich hier. Jetzt schaffe ich das Level. So, okay. Und so, jetzt muss ich aufpassen. Ich möchte auch aufpassen. So. Hier rüberspringen, das geht zum Glück gut. Hier am besten auch nicht getroffen werden, sonst wäre es das schon links gewesen. Upsala. Zack. Ja, Schimmen zu holen. Und das One-Up. Na komm, das One-Up möchte ich noch haben. Und zack. Lucky! So. So ganz lucky bin ich ja mit dem Level jetzt auch nicht, aber da kann ich mir jetzt Yoshi holen. Juhu! So, jetzt kann ich Yoshi bei diesen Fischen nicht verlieren. Das ist doch schon mal gut. So. Yoshi-Münze. Kamera ein bisschen nach unten. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist hier irgendwo noch die letzte Yoshi-Münze? Das hoffe ich jetzt wirklich. Hey, cool, man kann das ja... Hey, was ist das denn? Cool. Das ist so eine Wolke, aber kann ich nicht rein oder so, ne? Die gibt mir einfach nur ein paar Münzen. Und die sind anscheinend nur eine wert. Deswegen ist es ja eigentlich relativ egal. Da ist die letzte Yoshi-Münze. Zack. Bravo. Ah, die ganzen Schalterpalette, die wir aktiviert haben. So, jetzt noch ein Item. So. Und da ist jetzt gleich endlich das Ziel. Kann ich hier vielleicht rein? Wow! Was ist das denn für ein Kamikaze? So. Gut. Mann, nach irgendwie, keine Ahnung, 500 Versuchen endlich mal das Level geschafft. So, wo geht's denn jetzt hin? Achso, jetzt bin ich einfach hier. Gut, dann haben wir da... Okay, Secret Exit gab's noch nicht. Da haben wir da diese ganzen Level abgeschlossen. Jetzt würde ich mal sagen, geht's... in den Wald der Illusion. Ja, die Musik davon ist auch cool. So, was sagt denn die Zeit? Wir haben gleich 20 Minuten. Ich guck mal mit Mario in das Level hier rein. So einen kleinen Sneak Peek für das nächste Level. Oh, das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Vielleicht schaffe ich das Level ja sogar noch. Wer weiß. Und zack. Feuerblume brauche ich nicht. Möchte ich nicht haben. Ich habe zwei Capes. Die sind cool. Und zack. So, da ist wieder Yoshi. Zack. Und jetzt kommen diese Wiggler ins Spiel. Ah, ich wette... Upsala. Der Wald der Illusion, da ist ja eigentlich relativ kompliziert, glaube ich. So habe ich ihn in Erinnerung auf jeden Fall. Zack. Gibt es irgendwo... Ah, da ist der Yoshi-Münze. Ach mein, jetzt habe ich sie nicht bekommen. Aber jetzt so. Ein One-Up. Ach mein, jetzt habe ich Yoshi verloren. Yoshi, komm her! Ach man.
Also das One-Up ist mir jetzt auch egal. So. Nächste Yoshi-Münze. So, zwei Stück haben wir schon. Jetzt nur noch drei. Wie soll ich da jetzt rüberkommen, ohne das... Ohne den Checkpoint zu... Ah, sehr gut. Ah, ich möchte jetzt nichts überfliegen. Oh, jetzt kommen da Gegner aus diesen Blöcken raus. Na, super. Und zack. So, ein paar Gegner besiegt. Aber wo ist denn jetzt die vierte Yoshi-Münze? Oh, ich sehe da gerade einen Secret Exit. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Schlüssel verpasst habe oder ob der noch kommen wird. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich muss einfach... Ich versuche jetzt einmal da zu diesem Secret Exit zu kommen und wenn ich jetzt sterben werde, werde ich den Part beenden. Oder komme ich da vielleicht von der anderen Seite besser hin? Sieht nicht so aus. Yoshi-Münze. Oder nee. Ich glaube, ich werde jetzt einfach das Level beenden mit allen Yoshi-Münzen und dann im nächsten Part... Welchen? Ah, vielleicht kann ich das... Nee. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal mit allen Yoshi-Münzen den Part... nicht den Part beenden. Das Level beenden und dann... Nach ist der Part vorbei. Dann werde ich im nächsten Part... Das ist den Secret Exit holen. Jetzt möchte ich am besten wieder runter. Mario? Hallo? Ja. Jetzt wurde ich noch getroffen. Wenn ich jetzt noch sterben würde, das wäre fies. Nee, aber ich habe das Item zum Glück gut eingesammelt. Ach komm. Du nervst auch. So. So. Jetzt einfach nur auf das Ding springen und dann müsste das Ziel sein. So, dann würde ich mal sagen... So, dann würde ich mal sagen... Gibt es im nächsten Part, am Anfang des nächsten Parts, den Secret Exit hierfür... Für dieses Level, Wald der Illusion 1. Und wir sehen uns... Ach, Bonus-Game erst, okay. Wir sehen uns also jetzt eben kurz noch. Zack. Nein! Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Jetzt kriege ich zwei One-Ups, oder? Okay. 56 Leben haben wir jetzt. Ja, ist schon eine gute Anzahl, würde ich sagen. Und dann würde ich mal sagen, geht es dann im nächsten Part mit dem Secret Exit von Wald der Illusion 1 weiter und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, ciao.